Hallihallo Leute, willkommen zurück an einem wunderschönen Donnerstag. Zum Himmelfahrtskommando schicken wir euch jetzt zurück auf die Farm. Ist ja so geil, wenn wir nächste Woche Donnerstag aufnehmen. Wenn wir nächste Woche Donnerstag aufnehmen. Weil das ist ja quasi Christi Himmelfahrt. Weißt du, dann deswegen habe ich den Witz gebracht, weil wir den Volk... Die Folge kommt raus. Wow. Okay, Leute, es ist heute Donnerstag, wenn ihr diese Folge seht. Deswegen habe ich Sonntag. Deswegen habe ich diesen Witz gebracht und Vardrak hat ihn nicht verstanden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Es ist zu warm. Und wir der richtige Kommentar dazu ist natürlich Bormafi. Ja. Könnt ihr bitte zu Twitter gehen, The Vardrak suchen und an ihm bitte twittern, Hashtag Bormafi. Ja, bitte, sobald ihr das seht. Sobald ihr das seht, twittert das bitte. Das wäre sehr wichtig. Ich werde zwei Tweets kriegen. Wenn überhaupt. Oh. Suki, so, deine. Ja, ich habe auf OK geklickt. Suki, deine Aufgabe ist klar. Du musst jetzt dieses Video so weit wie möglich verteilen, damit die Leute am nächsten Donnerstag, also heute, wenn die Leute das Video sehen, Bormafi an Vardrak Twitter schicken. Was es mit diesem Bormafi zu tun hat, keine Ahnung, das weiß niemand so genau. So, ich gehe auch mal nach meinem Glück gucken. Tatsächlich. Ja. Wetterbericht? Pollen. Pollen, oh. Oh, heute ist Eierfestival. Ich fühle das ein junger Mensch. Die Geister sind heute gut drauf, ich denke, du bist ein wenig extra glücklich. Moment, wie ist das mit der Zeit gelöst beim Eierfestival? Achso, die läuft normal weiter, bis beide auf dem Festival sind. Wahrscheinlich. Wir sollten also beide gemeinsam reingehen. So. Ja, warte, ich muss erst mal gießen. Du könntest einfach helfen, wir machen heute sowieso nichts anderes. Nee. Niemals. Ich leg das Zeug erstmal wieder hier rein, dass wir genug haben. Die beiden Bohnenstangen hier sind echt ungünstig bepflanzt. Die Aufgabe hast du ja auch noch nicht jetzt. Die Aufgabe hast du dann, wenn der Stream zu Ende ist. Nee, sobald du das Video siehst, und das hat jetzt auch gerade schon gesehen, das musst du es jetzt bitte aufschreiben. Nein. Sie soll ja dieses Video an andere Leute verteilen. So. Sozusagen. Das ist ja ihr Job. You had one job. So, you had one freaking job. Die klauen unsere Jobs. Ja. So, das erste Mal, ne? Ja, irgendwie so. Steht dann da, the festival had begun in the town square. Jo. Hier hinten noch Bäume, die ich mal umhacken kann. Muss mal gucken, ich glaube nicht mehr so viel. Du kannst deine Gießkanne wegbringen. Irgendwie, sage ich mal. Ja, soll ich morgen machen oder so. Nee, kann ich nicht. Aber wir brauchen das Kupfer für. Wir wollen erstmal ein Silo bauen, damit wir da das ganze, oder fast das ganze Gras abhacken können. So, ich habe mal nur die Katze gegossen. Das ganze Gras? Nicht ganz. Ein kleines Fleckchen Gras in der Bretagne oder so? In Gallien. In Gallien. Naja, ist das nicht die Bretagne heutzutage? Soll ich hier nochmal die? Ich weiß es nicht. Das ist zumindest die Küste. Okay, auf jeden Fall leistet dieses Gras erbitterten Widerstand gegen die Römer. Asterix übrigens ist toll. Ist das nicht ein Schriftzeichen Asterix? Ach nee, das war ein Asterix. Risk. Ja. Genau, und da kommt der Name her. Ah. Ja. Ja, ich habe einen Rusty Score gefunden. Wenn du das schaffst, dass ganz viele Leute das Video gucken, dann bekommst du diesen wunderschönen, netten, gut aussehenden Kerl. Der wird auch geliefert. Und der Vardrak kriegst du zusätzlich noch dazu. Der Kerl wird geliefert von diesem netten Kerl. Dieser nette Kerl wird geliefert von The Vardrak. Oh, was? Sag mal, ist das nur bei mir ein Fehler? Oder guck mal, fehlt ein Stück von meinem Haus? Ist das da grün da hinten? Da so? Da so? Ja, dein Haus geht hier hoch. Hier, du hast hier ja, warum habe ich hier diese scheiß Umfassungsmauer um dieses Haus? Was soll denn der Scheiß? Da kommt normalerweise dann das Zimmer von einer Frau rein. Ah, okay. Das ist ja noch nicht da, weil du auch keine Frau hast. Schnüff. Ich habe eine Frau. Aber die will nicht in dieses Haus da ziehen. Ich zähle nicht als eine Frau. Dich meine ich auch nicht, du Depp. So, Würmchen. Oh, Würmchen. Kupfer. Kupfer. Nice. Warte auf den anderen Spieler. Ah, so ist das. Erdbeersack. Verdammt! Wir hätten Geld sparen sollen für Erdbeersack. Ich kaufe jetzt 5 Erdbeer. 5 Erdbeersaaten. Ja, dann müssen wir halt erstmal die nicht verkaufen dieses Jahr, sondern vermehren. Ja.
Ich musste das Geld jetzt dafür ausgeben. Du fragst, mach ein Foto von mir. Mach ein Foto von mir. Oh mein Gott, du siehst so unglaublich hässlich aus. Oh mein Gott, warum so richtig, richtig. Ja. So, Moment. Ich tue so, als hätte ich einen echten Fotoapparat. Guck mal an. Wir können hier in der Nase. Das wird leider nicht im Stream angezeigt. Was? Das wird im Stream. Weil es ein Overlay ist. Aha, deswegen. Aha. Oh nein, der Bildschirm ist auch eingesperrt, links. Ja. Yeah. Das heißt, im Stream sieht man das vielleicht sogar. Ja. So, in die Zwischenablage kopieren, das kann ich nachher verschicken. Hat man das gesehen, Suki? Ich starte mal das Festival. Ja! Ja, er hat bei uns beiden das ge. Das ist der Bürgermeister. Da, ich habe ihn gefunden. Sie Ostern, such den Bürgermeister. Nein, nicht Mani! Nicht Mani! Ich will mit dem Bürgermeister reden. Ah ja, jetzt so. Ja, lass uns anfangen. Enjoying yourself, Manjok. Hat er nur gesagt. Und jetzt wird's dunkel. Ich sehe nichts mehr. Ich will wieder hin. Oh, ich wurde da hingeportet. Ich hab das noch gesehen. Ich hab's gesehen. Spul zurück. Guck nach. Willst du den Strohhut? Nicht wirklich. Ich will den Strohhut. Aber wir brauchen ihn, damit wir nächstes Jahr Geld bekommen. Ich will den Strohhut. Ich renne mit dem Strohhut rum. Ja, los, ich will. Und jetzt sind alle bereit? Ja, ich bin bereit. Go! Ich muss Eier sammeln. Lass mich auch weg, Vincent. Ich muss deine Kinder wegschubsen. Eins. Zwei. Zwei. Wir müssen mehr als acht haben, um zu gewinnen. Ja. Drei. Drei. Ich bin falsch gelaufen. Warte, warum? Vier. Ist da noch eins? Nee, warum ist denn da? Bist du links oder rechts? Warum ist dann nur links? Ach shit, da bist du schon. Nein! Fuck, ich hätte rechts lang gehen sollen. Warum zur Hölle war da eine Blockade? Ah! Mist. 20 Sekunden, das schaffe ich nicht, das schaffe ich niemals. Ich bin falsch gelaufen. Ach, verdammt. Sechs, ich meine, ich kann dir den Hut auch geben, wenn ich es schaffe. Aber, ja. Sieben. Ich hätte die gekriegt, wenn du da hinten die alles schon weggesammelt hättest. Ich bräuchte noch ein neuntes. Sieben. Neuntes. Da sind keine mehr. Doch, da unten wäre noch eins, aber das. Das habe ich schon. Noch eins. Ah, da unten war noch eins. Bin ich hier vorbeigelaufen? Ich laufe immer noch, ich laufe. Ich habe neun. Ich glaube, mit neun gewinnt man. Ja, ich glaube, mit acht gewinnst du auch schon. Wow, schau dich all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient einzusammeln, hätten wir die zauberste Stadt diesseits des Edelsteinsees. Kicher. Ernsthaft. Ja. Wow. Was witzig ist, weil hier wohnt ja kaum jemand, der Müll machen könnte. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Fox! Yes, yo, Leute, ich hab gewonnen. Hier ist dein Preis. Viel Spaß. Strawhead. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Ich will Strohhut haben. Und jetzt als Zeichen deiner Niederlage trage ich ihn. Unglaublich männliches Kichern vom Bürgermeister. Ja. Und es ist 22 Uhr. Verdammte. Warte mal. Ich gehe noch nicht schlafen. Ich trage jetzt erst meine Strohhut. Nein, den kriegst du. Warte mal, kann ich dir den geben? Nein, nicht wegschmeißen. Ich will nur das da hoch. Kannst du gleich noch gießen? Ich will gucken, ob ich dir den. Ich habe ihn gegossen. Nee. Ich kann dir den Strohhut nicht geben. Ah doch, ich kann ihn in die Kiste packen. Ich werde jetzt noch fünf Felder hier machen und du wirst sie gießen. Ich kann sie gießen, wenn du möchtest. 2, 3, 4, 5. Heißt es gleich ein Strohhut? Erdbeeren. Jetzt krieg ich keinen Sonnenbrand mehr. Ich nehme den Sonnenbrand lieber. Ich sehe aus wie ein Pirat. Nein. Warum können Seeräuber keinen Kreis berechnen? Weil sie Piraten sind. Ja, weil sie Piraten. Ah, ist das unglaublich nicht witzig. Ja, das ist unglaublich nicht witzig. Ja! Okay, es reicht. Wir haben übrigens 40 Geld verdient. 40 Geld, ja, ich habe schon gesehen. 40 Geld. Also Suki fand's witzig. Aber ich kann es nicht schulden lassen. Bist du Ruffy? Queen of Swords. Will ich wissen, was gibt's denn heute? Coleslaw. Die Königin der Soßen. Grüße. Ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist...
Kohlsalat. Stellst du dir fade, schlaffe Kohlberge vor? Das kann nicht nur dir so. Nee, das geht nicht nur dir so. Aber ein guter Kohlsalat kann so viel mehr sein. Hierfür benötigst du saftigen, frischen Kohl. Vermisch ihn mit ein wenig Essig und Mayonnaise und schon bist du fertig. Ach, so knackig und frisch. Hier ist was, du hast gelernt, wie man Kohlsalat macht. Hier sind Sachen zum Ernten. Ja, ja, ich ernte den. Wow! Was denn? Du bist bei mir gerade so einfach so rübergeslidet. So bin ich. Ich bin der Slider. Achso, ne, eine müssen wir verkaufen. Oh, wir brauchen übrigens welche in Goldqualität, das wäre wahrscheinlich erst im zweiten Jahr. Ja, das wäre nice zu schaffen. Wir brauchen die, wir können es trotzdem schaffen, wenn wir Dünger kaufen können. Oder Dünger selbst machen können. Ja, wir können Dünger schon selbst machen, ne? Ja, dann müssen wir das noch machen. Brauchen wir frische. Ne, wir können auch. Achso, machst du mal Quality-Dünger? Ja, naja, weil wir brauchen wir brauchen nur drei von diesen fünf Sachen, glaube ich. Ja, ja. Na, ich nehme immer, normalen Dünger. Ich nehme auch normalen Dünger. Quality-Dünger würde ich. Nee, doch, nee. Ich ja, nehme. Haben wir schon Eisen? Ja. Haben wir schon Eisen? Ja. Nee, Eisen ein bisschen, aber nicht noch. Okay, da gehe ich jetzt in die Mine. Wir brauchen Eisen. Für Sprinkler. Für. Nein, für Crabpots. Ah. Damit kriegen wir nämlich genug Fisch rein, um Dünger zu machen. Ja, wir brauchen übrigens jetzt noch nicht unbedingt was machen, weil wir das im Sommer und Herbst machen können. Ich kaufe übrigens den Dünger einfach. Wir brauchen trotzdem Eisen. Ja, ich kaufe übrigens den Dünger einfach. Ja, aber wenn du Fischpots hast und noch einen Typ, der den Fischpots die ganze Zeit betreibt. Ja. Dann brauchst du sie nicht kaufen, das kannst du dir sparen. Du musst nur nicht bezahlen. Ich verstehe jetzt nicht, warum du mich beleidigen willst, aber ist okay, du hättest doch sagen können, dass ich schlechte Witze mache. Nein, alles gut. Das wissen wir alle schon. Eben, das wissen wir alle schon. Nee, die Sache ist tatsächlich die, dass es sich echt lohnt, den zu kaufen mit dem Gewinn plus, den du machst. Ja, du kannst dir das Geld aber auch sparen. Zuki, das kannst du jetzt tun? Oh mein Gott, ich war auf der Ebene 5. Oh, ich hab die nicht mit, schade. Aber wenn du möchtest, darfst du gerne beim nächsten Stream auch mal dabei sein. Auch gerne in der Aufnahme als zusätzlicher Gast. Dann bauen wir dir ein Hütchen. Und dann darfst du uns besuchen kommen. Ancient Seed habe ich gefunden. Sehr gut. Wenn wir den abgeben können, wir kriegen das Rezept, um Ancient Seeds aus Ancient Seed zu machen. Ja, und wir kriegen auch gleich ein Ancient Seed. Ja. Das sind Sachen, die mit der Maus einfach schneller gehen. Und wenn wir eine Capture-Karte haben, dann können wir, wenn Fox eine Capture-Karte hat, dann können wir das irgendwo auf der Switch spielen. Spielen, ja. Geschwindwachs, 20 Mal. Die nutzen wir im Herbst für die Dings, würde ich sagen. Oh, ja, so sind wir, ne? Bündelhandwerker. Ja, das Handwerkerbündel ist, finde ich, mit das Schwierigste. Findest Wobei du? Das Tier auch, ja, weil du halt 6 Sachen brauchst. Also ich finde ja, dass das das Tierbündel? Das Zaubererbündel. Ach so, nee, ich meine nur von denen da oben, aus dem Raum. Ach so. Mein Schwert macht sowas von keinen Schaden. Ja, und nimm dir doch mal ein besseres mit. Da sind sogar welche. Oh, wir haben das Bündel. Das finde ich relativ leicht, das komplette Bundle dazu machen. Das Höhlenbündel will ich fertig machen. Ja, das habe ich jetzt gerade freigeschalten. Bündel, ja. Exoten. Ich habe eine Omnigeode gefunden gerade. Bring eine Höhlenkarotte mit das nächste Mal. Ah, ja. Und Pilze. Ja. Wenn wir 3 Pilze und die Höhlenkarotte brauchen, Pilze wir nur noch eine Sache. Pilze kommen später noch. Ja. Wir sollten die Axt verbessern, um in den Wald zu kommen. Ich hole möglichst viel Erze gerade. Flussfische. Ich gehe, glaube ich, fischen. Oben im ich habe Höhlenkarotten gefunden. Gut, ich gehe oben im See wahrscheinlich fischen. Wir brauchen... Ja. Schmiedebündel brauchen wir ja jeden Barren einmal. Bei den Fischen müssen wir nochmal gucken, was wir brauchen. Ich habe das nicht im Kopf. Ja. Das Abenteurerbündel, Schleim. Aber bei den Fischen müssen wir nochmal gucken, wo wir die alle finden. Und wann. Also dazu habe ich tatsächlich hier eine wunderschöne Übersicht, deswegen sage ich ja, die ich für meinen anderen Spielstand schon genutzt habe und nutze. Ich hoffe, meine Maus hört mir nicht so laut. Ich hätte die halt gern nochmal in größer, aber naja, gut. Du musst immer beim HP anfragen, kennst auch Leute da, die können Plakatgrößen drucken. Das wäre natürlich auch cool, dann hier vorne ran, dann muss ich das Ding, ja. Dann hänge ich das Ding wieder darüber. Das ist für die kein Problem. Unser DM hat die Karte von unserer Dungeons & Dragons Welt einfach als Riesenplakat gedruckt. Das ist eine ziemlich gute Idee. Sollte ich auch mal machen. Aber ich bin auch kein DM. Einmal hin alles drin oder so.
Ja, man hört nur ein wildes Klicken im Hintergrund. Ja, das ist. Ja, das ist, wenn ich in der Mine bin und Leuten Fische ins Gesicht haue. Ich schaff's nicht, den. So. Aber hier ist es ein bisschen schwieriger. Müssen wir Geoden da wegbringen gehen? Ja. Wir haben schon wieder ein paar. Wenn wir Glück haben, kommt aus der Omni-Geode sogar Feuerquarz raus. Das darf man aus der niedrigsten Ebene. Ja, Feuerquarz kriegt man erst ziemlich spät, aber. So. Die Wahrscheinlichkeit, Feuerquarz zu bekommen, ist, glaube ich, relativ gering. Ich glaube, ich muss die Cave Carrots gleich essen. So, ich bin da. Bin ich da? Ja. Oh, guck mal, ich kann mich verstecken. Guck mal. Ich bin versteckt. Verstehe ich nicht. Das Mikrofon davor. Nur dieses eine Teil. Das Mikrofon davor, deswegen sehe ich dich. Das ist in Ordnung. Verärzte Hut. Jetzt bin ich sogar hier auf dem Land. So ein bisschen. Kann ich hier nicht hoch? Nur so ein bisschen. Naja. Pilze! Ah, Schenker ist da unten. Man soll so nah wie möglich an diesem, an diesem Baumstamm angeln, habe ich mal gehört. Und dann? Dann kriegt man bessere Fische oder so. Nee, da gibt es, glaube ich, einen legendären Fisch dort. Legend, ja, aber den kannst du nur bei Regen im Frühjahr fangen. The Legend. Aber das ist der einzige Fisch, den man mehr als einmal fangen kann. Alle anderen legendären Fische kannst du nur einmal fangen. Mhm. Aber der bringt auch richtig viel Geld. Ich glaub, und Klick-Action wieder. Ich glaube, der bringt 5000. Ja, 5000 oder, wenn du eine bessere Qualität hast, bis zu 7500. Die Monster in Stardew Valley sind halt eigentlich bis zu einem bestimmten Punkt einfach überhaupt nicht gefährlich. Ja, bis zu dem Punkt, wo du stirbst. Die Angel hat ja noch so einen kleinen Balken. Okay. Das dachte ich mir letztens auch. Später hat die Angel einfach einen größeren Balken und das ist so viel leichter. Was ist das? Kaulbarsch. Den habe ich, glaube ich, schon in der Kiste. Wie heißt denn der im Englischen? Hochbuch aktualisiert? Ja, Ebene 40. Sehr gut. Wieso kriegst du da? Nein, ich hab nicht. Warum nehme ich die Slingshot überhaupt mit? Ei. Ich hätte sie halt fliegen lassen können. Oh, sehr gut, dass du sie mitgenommen hast. Oh nein. Das ist der Bullhead. Und. Schab war das andere. Ich gehe mal noch eben schnell in die Eisebene rein. Wir sind übrigens auf der Eisebene, ne? Okay. Und da habe ich noch ordentlich Waffe gefunden. Die Lead Rod? Naja, besser als mein Schwert. Lead Rod, glaube ich. Oh, es ist 25. Ich kann einfach mein altes Schwert, ich kann das beides verkaufen gehen. Ah, ich kann mit dieser Angel einfach nicht angeln. Ich bin jung und brauche das Geld. Du hast gesagt, du hast noch ein Schwert für mich in der Kiste, ne? Ja. Proven Adventures only? Was? Ja, wir müssen erst diese Quest da machen. 10 Slimes, 10 grüne Slimes oder so, ja. Ach, reg ich nochmal ein. Die hab ich auch schon fast voll. Ich hab dich gehört. Ebene 5. Schon 18 Uhr, ne? Ja, Ebene 5 waren Slimes, das hab ich gesehen. Die kann ich noch mitnehmen. Denk immer noch dran, also, na gut, das wird erst später wirklich interessant, aber wenn du auf irgendeiner Ebene nah an einer Fahrstuhlebene Pilze hast. Ich hab einen Pilz, ich hab einen roten Pilz mitgenommen. Ne, ganz viele Pilze. Es gibt so Pilzebene. Warum? Kannst du nicht angeln? Nicht mit dieser Angel. Willst du mal zeigen, wie das geht? Wo stehst du denn? Hier unten, ne? Ja, da. Noch weiter runter. Siehst du mich? Bist du versteckt? Ich stehe da unten. Wait. What? Wow. Ich hab doch gesagt, man soll in der Nähe von dem Baumstamm angeln. Mach ich doch. Guck mal, wie weit ich schon rauswerfen kann. Okay, das war kein Glanzstück, aber. Nur so macht man das. Ganz einfach. Bullhead. Aber wird dann auch die Leiste schon länger mit der Erfahrung oder nur mit der Angel? Nee, mit der Erfahrung. Okay. Guck mal, so und so holt man Müll an Land. Ja. Ich habe übrigens auch wieder. Auf meinem anderen Spielchen habe ich jetzt auch umgeskillt. Auf Lore Master. Was brauchst du für Umskillen?
500 Gold oder 5000? Ich glaube 5000. Ja, okay. Und dann gehst du schlafen und dann darfst du auf Level 5 und Level 10 einfach nochmal entscheiden, sozusagen. Das ist ja entspannt. Ja, super. So, ich gehe zurück. Ich auch. Reicht. Gucke, ich geh zurück. Man sieht dich. Du siehst aus wie Clint. Wenn du ein bisschen dicker wärst, würdest du aussehen wie Clint. Hey, wart auf mich, Clint. Clint, ich weiß, dass du das bist. Wow. Darauf habe ich jetzt wirklich nicht geachtet, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was aber irgendwie so. Boom! So. Aber wir haben schon wieder den zweiten Tag rum, deswegen glaube ich, ich weiß nicht genau, wie lange die Folge. Hast du wieder nicht auf die Uhr geguckt? Warte mal, ich gehe noch schnell was verkaufen. Oh ja, Undercover Clint. Brauchen wir den, das Bugmeat wahrscheinlich noch? Ja. Ich glaube nämlich, die Kiste ist voll. Bugmeat brauchen wir immer. Hast du beide schon gehabt? Das heißt, den lassen wir da und geben den Kaulbaustoff hier weg, weil der bessere Qualität hat. Zwergwels und Kaulbarsch. So, warten auf anderen Spieler. Ich muss noch Müll verkaufen. Ja, Müll bringt halt kein Geld, ne? Ich finde, Müll sollte sogar negatives Geld auf der Abrechnung geben. In der Müllabfuhr. Oder wenigstens so einen genervten Brief von Major Lewis. Ich muss den Müll rausfischen. Kannst du bitte aufhören, Müll? Du willst zwei Hofarbeit. Sprinkler. Nice. Ich kann Sprinkler bauen. Oh, 500 für die Fische fast. Ja, aber das schaffe ich auch alleine. Wenn ich den ganzen Tag alleine angle, habe ich auch 500 ungefähr. Ja, wenn ich dann erstmal meine bessere Angel habe mit meinen Cheater-Skills, dann... Machen wir jetzt auch noch was? Ziehe ich nur noch Gold. Achso, nein, verdammt. Ja, ich... Ah, du bist nicht. Genau. Genau, das war's nämlich für heute, Leute. Ich hoffe, ihr hattet... Ich mehr zu rein. Jo. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Donnerstag. Ein schönes verlängertes Wochenende. Schaut natürlich auch bei The Wardrock vorbei, guckt, was der so fabriziert. Jo. Schaut auf unser Twitter vorbei und natürlich auch live auf Twitch. Heute nicht, morgen nicht, aber am Wochenende dann wieder. Muss ich eigentlich an mich selbst einen Tweet schicken, wenn ich das Video gucke? Ja, musst du. Und denkt daran, wenn ihr dieses Video guckt, schaut bei The Wardrock auf Twitter vorbei und tweetet an ihn, Boah Mafi. Ja. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö, tschö. Wow. Never meet me.